Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Fallout 76 in der Special Edition. Los geht's an dem Intro. Viel Spaß! Ja, Leute, ihr seht schon hier einen riesen Karton. Ja, hallo. Ja, riesig das Ding. Fallout 76 in der Special Edition. Ich glaube, die gab es nur exklusiv bei Amazon. Ja, mit diesem, was ist eigentlich alles drin? Ja, das Spiel natürlich, denn ein Helm, maßstabsgetreu zum Aufsetzen, eine Tasche aus einem Segeltuch, dann eine Weltkarte, dann irgendwelche Bonusgegenstände im Spiel, Sammelfiguren und ein Steelbook. Ja, das ist der Karton hier von vorne. Ich zeige mal kurz hier die Seiten. Ja, jetzt sehen wir den ganzen Inhalt. Und hier dann Kaution, Firepower Equipment und so weiter. Ja, sehr cool gestaltet. Wie gesagt, für die PlayStation 4 habt ihr sicherlich schon gesehen. Das ist so ein Überschuber, den können wir nochmal abziehen. Und jetzt sehen wir eigentlich nochmal, glaube ich, fast das. Nee, nicht ganz. Drehen wir mal ein bisschen um hier. Ja, genau, so sieht das Ganze aus. Und dann würde ich sagen, muss ich mal aufstehen hier. Und wir öffnen das Ganze mal. So, dann haben wir hier von oben Beschreibung zum Helm. Ich packe mal alles aus und lege es hier auf den Tisch. Das gucken wir uns dann gleich alles an. Oh, das Steelbook hier. Sogar mit einer Prägung, wow. So, gucken nicht, dass hier irgendwas runterfällt. Oh, ach du Scheiße, ist das geil. Ich könnte das jetzt nicht. Oh, Batterien sind auch dabei. Sehr, sehr gut. Dann nehme ich den Helm mal raus und mehr haben wir da nicht drin. Ich packe mal hier, ich mache mal ein bisschen Platz. So, ihr könnt schon sehen, was für ein fettes Teil. Ganz schön fett, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier so verstellen. Wirkt jetzt aber auf den ersten doch sehr nach Billigplastik. Also muss man ganz ehrlich sagen. Er ist schön bemalt, aber es sieht doch jetzt nicht gerade sehr hochwertig aus. Ach, hier ist noch die Tasche. Genau. Und hier ist dann der Helm. Aber, oh. Und er stinkt enorm. Also da kriegst du erstmal eine Vergiftung, wenn du da den, glaube ich, aufsetzt. Auch zu dem Helm würde ich sagen, das ist so ein bisschen das Highlight. Kommen wir ganz zum Schluss. Ich würde sagen, wir widmen uns erstmal hier dem Spiel. Ja, als erstes haben wir hier so eine Juwel Emergy, so eine Figuren-Set hier. Ja, da haben wir dann lauter so eine kleine Figur. Ich würde die jetzt nicht aufmachen hier. Ich zeige das mal hier an dieser Stelle. Hier oben. Warning. Ja, dann haben wir hier halt so die ganzen Figuren hier, verschiedene Soldaten, verschiedene Farben halt, Bewohner hier in Blau, ja, ein paar Mutanten und so weiter. Ja, das haben wir hier drin, machen wir beiseite. Dann haben wir hier so eine Beschreibung für den Helm, Helminstruktion, komplett hier in Englisch, ist ja auch Deutsch mit bei. Travel, different batteries. Helm Instruction. Ja, ich zeige das mal kurz hier an dieser Stelle. So eine Beschreibung für den Helm. So, dann haben wir hier das Steelbook. Ich packe es an dieser Stelle gleich mal aus. Was sehr cool aussieht, dieses Blau. Wie gesagt, Fallout 4 habe ich ja auch diesen. Wie hieß denn der nochmal, dieser Arm? Pip-Boy? Pip-Boy-Arm? Ja, Pip-Boy, genau. Der fand ich auch schon eine coole Edition gewesen. Und jetzt hier schauen wir uns mal das Steelbook an. Ja, coole Farbe, sehr schlicht gehalten, aber es passt so dieser Fallout-Welt, finde ich, so ein bisschen. Diese typischen Farben halt, den Fallout-Typen da drauf, Voltec. Und wir haben hier, wenn ihr das sehen könnt, ist hier das geprägt. Also wir haben hier, ja, also dieses Zahnrad hier, sage ich jetzt mal, ist geprägt ringsherum. Hier oben seine Mütze natürlich auch, sein Zylinder. Ja, Rückseite jetzt natürlich sehr enttäuschend hier. Nur in Blau, gar nichts drauf. Das ist mir ein bisschen zu clean, hier Fallout 76 drauf zu stehen. Also von vorne sehr cooles Steelbook. Rückseite,
Ja, absolutes Fehl, muss man ganz ehrlich sagen. Da hätte wirklich noch irgendwas raufgekommen. So, jetzt haben wir hier natürlich ein paar Download-Sachen hier, die ich natürlich jetzt nicht zeige. Rage 2-Werbung hier noch drin, Doom-Werbung noch drin. Haben wir hier so ein kleines Booklet hier, wo ein bisschen die Beschreibung zu steht. Und hier haben wir dann die Disc. Ja, Fallout 76. Hier von innen ist es wieder cool, das Steelbook. Ja, zwar zweimal doppelt hier das Ganze, hätte man vielleicht auch. Also ja, es ist jetzt wirklich nicht ganz so cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist okay, aber mehr auch nicht. Wie gesagt, die Front ist sehr, sehr geil, aber der Rest hat man natürlich wieder. Naja, was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen? So, weiter geht's mit der Karte hier. Ah, gucken wir uns die mal an hier. Poster gemacht hier. Oh, das ja, die ist geil. Das ist so eine, was stand auch drauf, fluoreszierende Karte. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut rübergebracht kriege hier, aber diese ganzen Punkte, ich guck mal, ob wir das hier einfangen können mit dieser Kamera. Seht ihr das? Die sind teilweise so ein bisschen dicker gedruckt. Und die sieht schon, da sieht man es, glaube ich. Die sieht schon ziemlich geil aus, die Karte. Ja, ziemlich cool. Natürlich blöd, diese Karte hier. Das kannst du wirklich bloß als Poster nehmen. Also benutzen, glaube ich, ist schwierig. So, dann haben wir hier noch einen Beutel, der sehr stinkt, aber auch sehr groß. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, jetzt haben wir hier das Symbol drauf hier. Ja, Pull Powered. Ja, und da sieht man hier schon, ist jetzt, ja, ist wirklich eine sehr billige Tasche. Das ist halt hier auch so diesen Zellstoff angeblich soll das sein. Ist einigermaßen gut vernäht, aber die sieht jetzt nicht stabil aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist zwar ziemlich groß, wenn man die jetzt mal auseinander macht hier, dann hat die schon eine gewisse Größe. Aber ich würde da jetzt nicht groß schwer was reinpacken. Also bin ich ganz ehrlich, hier bei den Nähten hier unten kann man schon fast durchgucken an den Seiten. Also sehr, sehr billig. Sagen wir es einfach mal wirklich sehr, sehr billig hier, diese Tasche. Die sah auf den Bildern viel, viel geiler aus. Sind wir mal ganz ehrlich. So, dann kommen wir jetzt mal hier zu dem Herzstück. Schauen wir uns mal den Helm an. Ich zeige ihn erstmal kurz hier. Oh, viel zu groß fast hier für diese Kamera. Er sieht schon cool aus so von vorne, oder? Er ist cool bemalt. Wir haben hier natürlich hier noch so ein paar Reste von diesen Schaumstoffdinger hier, diesen Popelscheiße. Sieht er eigentlich so schon ziemlich geil aus. Hier, das kann man hier noch verstellen, was ich schon mitgekriegt habe hier. Macht er eigentlich doch schon einen sehr, sehr guten Eindruck, doch so. So schlimm ist es jetzt gar nicht. Er ist natürlich auch, man muss ganz ehrlich sagen, billig verarbeitet. Ja. Muss man jetzt selber wissen, weil die Edition, wie gesagt, kostet wirklich 199 Euro. Ist jetzt auch wieder verfügbar auf Amazon. Link findet ihr da unten in der Videobeschreibung. Kann man jetzt auch wieder bestellen. Und ja, man muss man selber wissen, ob man da so viel Geld ausgibt für. Weil ich bin jetzt noch ein bisschen unsicher. Ich muss mir den Helm erstmal genauer angucken. So auf den ersten Blick ist er jetzt gar nicht mal so schlecht. Von innen haben wir hier so eine Tasche. Also so stoffmäßig, dass es nicht so weh tut. Oben sieht er so aus. Er ist schon ganz schön mächtig. Also ist schon eine richtige Wumme hier. Wo kommen denn jetzt die Batterien rein? Das müssen wir natürlich wissen. Da ist ein Button. Ah, da haben wir Knopf. Set-Button. Die Batterien. Wir müssen den öffnen hier vorne. Müssen wir mal gucken. Boah, sehe ich gar nicht hier, so dunkel. Hier vorne ist ein Batteriefach drin. So, haben wir das Batteriefach geöffnet und dann kommen die da rein. Auspacken vorher, ja, nicht besser gewesen. Alter Schwede, was sind das für Batterien? So, Batterien sind drin.
So, bitte hört ihr das? Ich setze ihn einfach mal auf und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich muss die Brille absetzen hier. Ach, hier ist Deutsch. Ich will aufladen, aufladen. Ah, wir haben eine Stimmenmodulation hier drin. Na, das ist ja geil. So, dann setze ich das Ding mal auf. Ich weiß gar nicht. Oh, ist ja nicht so einfach hier. Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Höre ich mich jetzt irgendwie anders an? Hallo? Höre ich mich? Hallo? So, und? Sieht's geil aus? Ja. Was ist das hier? Oh. Hallo? Ja, irgendwelche komischen Geräusche hier. Ja, was sagt ihr zu dieser Edition? Also, ich finde sie okay. Helm ist ein bisschen unbequem, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es werden jetzt hier noch Schutz drauf. Also, man kann auch sehr schlecht hier durchsehen. Also, ich sehe fast gar nichts. Also, ist wirklich sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr milchig. Aber sonst ist doch cool, oder? Ich mach mal aus hier. Oh, oh. Ah. Ah. Sehr, sehr stickige Luft da drinne. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass hier man da sehr schlecht durchsehen kann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ihr mich verstanden habt. Das werde ich erst oh, so beschlagen gleich. Vielleicht deswegen. Ja, stimmt, der war jetzt draußen im Kalten von der Post. Aber man kann sehr schlecht durchsehen. Also ist immer Fakt. Man kann sehr, ist ein Gimmick halt, ja. Also man kann nur diesen Arm hier ein bisschen bewegen und das war es auch schon. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich angehört hat. Für mich drin hat es sich so ein bisschen merkwürdig angehört. Ich mache meine Brille wieder aufsetzen hier. Was soll ich sagen? Ganz ehrlich, so 199 Euro. Ich weiß jetzt gar nicht, was für digitale Inhalte jetzt noch dabei waren. Da müsste man mal gucken. Ach nee, jetzt stand hier nicht drauf, Entschuldigung. Ja, ob sich das denn lohnt, ja, wenn da jetzt so ein Season Pass mit bei ist, würde ich sagen, okay, dann kann man das für diesen, wie gesagt, 190 Euro ist schon, also ich finde, es ist ein bisschen zu teuer, ganz ehrlich, also für das, was da drin ist, der Beutel ist ganz schön short, das Ding ist okay, sage ich mal, der Pip-Boy war jetzt, ich weiß gar nicht, was der damals gekostet hat, waren das auch so viel, ich glaube, es war nicht ganz so teuer gewesen. Ah, ich bin so ein bisschen zwiespaltig, ob ich jetzt so zufrieden bin oder nicht, also ich würde sagen, 199 ist zu viel. 150 wären okay, aber 199 ist zu viel. Kommt drauf an, wenn jetzt der Season Pass noch mit bei ist. Nee, 150. Ich glaube, der ist aber auch gar nicht mit bei. Ich komme jetzt hier auch gar nicht mehr so richtig ran. Nee, der hat, glaube ich, nicht mal einen Season Pass dabei. Wenn es das überhaupt gibt dazu, ich weiß es gar nicht. Ja, dann ist es doch sehr enttäuschend. Also 150 ist schon eine Schmerzgrenze, 199 ist meiner Meinung nach einfach zu viel. Was haltet ihr von dieser Edition? Schreibt es unten in den Kommentaren. Wir können gerne darüber diskutieren. Oh mein Gott, in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.